Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Heute kam überraschend der Season 13 Trailer raus und der ist ultra, ultra geil. Also meiner Meinung nach, ich hoffe, er verspricht nicht zu viel. Ich würde euch den Trailer erstmal zeigen. Es gibt eine Analyse und es gibt einiges aus dem Trailer rauszupicken. Wir sehen auf jeden Fall die Fähigkeiten, alle drei Fähigkeiten der neuen Legende. Die Legende hat ein kleines Geheimnis. Am Anfang spricht auch Bangalore über ihren Ausstieg aus den Apex Games und dann kommt alles ein bisschen anders als gedacht, auch wenn ich mir das schon denken konnte, irgendwie über die Leaks der neuen Legende und so weiter und so fort. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Trailer, der geht über 3 Minuten und dann gibt es eine kleine Analyse. Bis gleich! That's the guy who's replacing me? You're really quitting? It's time. My brother's gone. Without Jackson, I've got nothing else left to fight for here. So you just run away. So much for all that bravado. I need to get back to my family. Whatever's left of them. You built a family here. Forget it. I've been at this a while, young buck. Stay behind me. I'll keep you safe. Keep me safe? Wait, didn't it take you like 40 tries to get in the you game? You shut up and focus. This is my last match. I'm not going home without a win. Something's coming. Come on, what now? Whoa. Hey. Okay. That thing must have triggered some kind of security protocol. Nothing good can come from this place. Huh? Hey, that shield just for show? Stay behind me! You know, some of us have actually been doing this for a while. Now we're talking. Wait! What's your problem? I was just kidding! Come on, I've got you! Is a little banged up, but I'll be all right. Good. Because you've got a lot to answer for. Jackson? Wow. Clean up on aisle 9, am I right? You know, you get it? It's like a... Leute, was haltet ihr von dem Trailer? Also ohne Scheiß, ich fand ihn ultra geil. Wir sehen auf jeden Fall, dass es ein Map-Update auf Stormpoint geben wird. Wir sehen die neue Legende. Newcastle ist Jackson.
der vermisste Charakter oder der vermisste Bruder von Bangalore. Das war mir von vornherein irgendwie klar, warum auch immer. Und wir sehen einige Neuerungen. Ich gehe jetzt den Trailer einfach mal Stück für Stück durch und dann habe ich noch ein, zwei Bilder von der offiziellen EA-Seite. Lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzublicken. Muss ich nicht viel zu erzählen. Hier am Anfang sagt Bangalore, dass das ihre letzten Apex-Games werden und sie ihre letzte Runde jetzt startet. Ich glaube auch, dass ich in dem Trailer nichts verpasst habe, wie eine neue Waffe oder sonst irgendwas. Interessant wird es eigentlich ab hier, denn ich behaupte, dass das Vieh, was jetzt hier aus dem Wasser springt, dieser Goliath ist, den es schon seit Ewigkeiten in den Gamefiles gibt. Und auch dieses Teil ist ähnlich wie auf King's Canyon, dieser kleine Tresor, den wir mit Granaten öffnen können. Nur, dass das so eine Art Sicherheitssystem hat. Da sollen wir Waffen drinne finden. Also das sieht man auch ganz eindrucksvoll. Angeblich soll man da noch mehr Sachen drinne finden. Wahrscheinlich auch Schilder und so weiter und so fort, habe ich mal drüber gehört. Aber, und das ist das Interessante, sobald du, das sehe ich zumindest aus dem Trailer heraus. Moment, ich pieke hier erstmal ein bisschen rein, bevor ich auf die Fähigkeit von Newcastle eingehe. Sobald du eine Waffe aus diesem Tresor quasi rausnimmst, startet ein Sicherheitsmechanismus und diese Roboter kommen hier raus und die musst du dann bekämpfen. So sehe ich das. Das habe ich auch schon mal gehört, dass diese Roboter, ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen, das sind glaube ich auch aus Titanfall, dass die dann rauskommen und versuchen dich zu plätten. Inwieweit die eventuell auch das Ding verlassen und vielleicht über die Map wandern, keine Ahnung, ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das geht. Und ich habe auch versucht, hier irgendwie aus diesem Tresor rauszusehen, welche Waffe eventuell aus dem Care Package rausgeht oder rein. Leider vermisse ich an diesen Waffenständern nach wie vor meine G7 und du siehst aber nicht wirklich, welche genau rauskommt. Also zumindest habe ich es jetzt auf die Schnelle nicht sehen können, wenn da jemand ein bisschen blickiger war. Haut's raus und jetzt gucken wir uns die erste Fähigkeit von Newcastle an. Das müsste die taktische sein, genau. Die taktische ist ein Schild, was er so ein Stück weit werfen kann. So ein bisschen wie das Lifeline-Schild, was sie damals hatte. Und das soll wohl lenkbar sein. Das haust du quasi vor dich und das kannst du über eine bestimmte Zeit in einen bestimmten Winkel drehen. Und das finde ich auf jeden Fall eine richtig coole Sache. So, dann kommt das hier mit dem Sicherheitssystem. Das ist klar. Und jetzt kommt hier, das ist meiner Meinung nach dieser Goliath. Und Leaks über diesen Goliath oder über dieses Vieh gab es schon seit Jahren. Was quasi wie so ein PvE-Event zu betrachten wäre. Auch wenn dich da irgendwelche anderen Legenden natürlich belästigen können. Also wie es aussieht, können wir diese Viecher bekämpfen. Und wenn die tot sind, wirkt es wohl noch weitere Gefahren. Darauf aber gleich gehe ich gleich nochmal drauf ein, denn das sieht man auf dem, das sieht man auf der EA-Seite. Und jetzt wird, und das ist nämlich ganz interessant, Moment, das ist jetzt die ultimative Fähigkeit von Newcastle. Die finde ich sehr, sehr geil. Moment, ich habe verpasst. Irgendwas habe ich verpasst. Moment, jetzt muss ich ja nochmal ein Stück zurückgehen. Denn die Stelle. Habe ich die Stelle mit Pathfinder jetzt verpasst? Wo Pathfinder gedownt ist? Ach, die kommt später, sorry. Pathfinder ist jetzt hier schon gedownt. Kommt aber später. Genau, sorry, habe ich mich. Nee, hier. Genau, das hätte ich jetzt fast vercheckt im Eifer meines Erzählens. Das ist die passive Fähigkeit. Newcastle kann gedownte Gegner aus dem Gefecht raus, aus der Gefahrenzone rausziehen, irgendwo in Deckung und kann ihn so geschützt, so ein bisschen mit so einer Art Gunshield wie bei Gibby, sich ein bisschen selber noch schützen und kann dann den Teammate so aufheben. Ob man jetzt natürlich den Teammate während des Gefahrenzone wegzieht, ich sag mal Mechanismus, so ein Stück weit ihn schon wiederbelebt, glaube ich nicht. Ich denke, man muss ihn erst aus der Gefahrenzone ziehen, stehen bleiben und erst dann kannst du heilen. Und jetzt kommt die ultimative Fähigkeit und das ist, da kannst du über einen fetten Sprung diese kleine Barriere aufbauen mit einem Schutzschild und dann kannst du da richtig Feuer geben. Die Legende sieht auf jeden Fall extrem interessant aus.
ich bin gespannt, wie gebalanced die ganze Geschichte sein wird. Auf jeden Fall ist es eine sehr gute defensive Legende, wie ich denke. Ich könnte mir vorstellen, es wird auf jeden Fall eine richtig witzige Sache. Und ansonsten gibt es über den Trailer nicht viel mehr zu erzählen, außer dass hier schon klar war, alles klar. Ach ja, versteckt ja noch die Kette mit den Kronkorken. Das war irgend so ein Ding hier. Ist dann klar, dass es Jackson ist. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch so alles kommt. Also ich finde, der Trailer ist sehr, sehr vielversprechend und macht Bock auf Season 13, macht Bock auf mehr. Ich finde auch Season 12 war wieder so eine leichte Enttäuschung. Irgendwie komme ich noch nicht so richtig, weil ich weiß es einfach nicht. Wenn wir jetzt auf die offizielle EA-Seite Apex Legends eingeben, kommen wir auf diese Seite. Hier sehen wir auf jeden Fall Newcastle. Unten sehen wir so ein Stück weit eine kleine Beschreibung von Newcastle. Man kann noch nichts weiter anklicken, quasi so eine Art Steckbrief. Das kommt in den nächsten Tagen. Der nächste Trailer ist übrigens am 28. kam am Ende des Trailers. Das dürfte der Legenden-Trailer sein, wenn ich mich nicht irre. Nee, ein Stories von The Outland-Trailer, vergesst es, habe ich mich vermacht. Und dann gibt es noch dieses Bild und deswegen meinte ich die toten Bestien. Welche Schätze warten am Strand von Stormpoint? Halte die Augen offen und bleib zusammen, denn auch tote Bestien bergen Gefahren. Jetzt ist halt die Frage, kann man diese Viecher trotzdem bekämpfen oder liegen die trotzdem nur tot am Strand rum? Und keine Ahnung, wir können gucken, was da so alles Schönes passiert. Und weiter unten sehen wir, dass das Ranglistensystem überarbeitet wird. Es war klar, dass es in Season 12 ein Riesenfehler war, das Ranglistensystem so zu überarbeiten, dass man quasi mit sehr viel Mühe, aber dennoch deutlich leichter Richtung Diamant, Master und hast du nicht gesehen, grinden konnte, weil das Punktesystem es einfacher gemacht hat, ab dem Top 5 ganz gut an Punkte zu kommen. Das heißt, Campen wurde so ein Stück weit mehr bevorzugt oder hat das mehr belohnt und deswegen wird das überarbeitet und ich denke, es wird jetzt wieder schwieriger sein, Richtung Master zu grinden oder Dia, je nachdem, welche Schwierigkeiten ihr habt, für ein gewisses Niveau auf Ranked voranzukommen. Das wird auf jeden Fall überarbeitet, was da genau noch geändert wird. Auf jeden Fall wird es die Punkteverteilung sein, wie das nachher am Endeffekt aussieht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Das war's von mir und ich hoffe, dass ich euch in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten endlich wieder mit mehr Apex-Stuff unterhalten kann. Ich finde, in Apex Legends ist es relativ ruhig geworden, auch mit Leaks und einem ganzen halbherzigen Spaß, den man manchmal so hört. Ist es schwierig, da vernünftigen Stuff draus zu basteln. Deswegen ist es auch mit diesem Kanal relativ ruhig geworden, was mir sehr leid tut. Aber ich hoffe, dass es in Zukunft wieder mehr gibt. Müssen wir mal sehen. Das war es jetzt von mir. Ich bin auf den nächsten Stories from the Outland Trailer am 28. gespannt. Den werde ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Das war es jetzt von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.